In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie man in Mebis-Videos einbetten kann. Der Vorteil von Vimeo und YouTube ist klar, dort kann man es direkt hochladen und die Schüler können quasi das dort anschauen. Und wenn man es dann zum Beispiel mit einem Link machen will, kann man diesen Link einfach zum Beispiel in Mebis einfügen. In Mebis selber geht das aber auch. Das ist auch eine Videoplattform. Das heißt, ich kann hier Videos hochladen und die Schüler können direkt in Mebis das Video anklicken. Der Nachteil dann, sie können es natürlich nicht mehr auf YouTube oder Vimeo finden. Das muss dann jeder für sich selber rausfinden, was geschickt ist. Wie das funktioniert, will ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Man geht also hier auf Arbeitsmaterial anlegen und wählt dann Textfeld. In diesem Textfeld hat man dann die Möglichkeit, Videos hochzuladen, beziehungsweise steht es dort als Medien einfügen. Man sieht hier schon ein kleines Vorschau für Video. Das, was ich jetzt hier einfüge, das muss zwingend eine MP4-Datei sein. Das kann aber CamStudio, Camtasia und so weiter. Ich wähle jetzt hier einfach mal ein Video aus, Maximum und Minimum, und möchte das hochladen. Das ist eine MP4-Datei, die wird also auch funktionieren. Das dauert jetzt eine Weile. Ich werde das jetzt kurz beschleunigen. Und fertig ist das Video. Bei mir passiert jetzt leider ein Fehler. Gleichzeitig wird das Video noch heruntergeladen. Das macht natürlich keinen Sinn. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist vielleicht ein Fehler noch von Mebis. Aber wenn ich das jetzt ignoriere und einfach hier auf Einfügen gehe, dann wird dieses Video so hieroglyphisch hier angezeigt. Ich gehe einfach mal auf Speichern und zum Kurs und dann werden wir sehen, dass das jetzt alles wunderbar funktioniert hat. Denn nach einem kurzen Anpassen würde ich sagen, zeigt es mir das Video sofort richtig an. Ich schätze mal, dass Mebis das automatisch dann an die Größe des Bildschirms anpasst. Das Thema Minimum und Maximum. Und jetzt kann ich das Video innen drin streamen, sodass es meine Schüler verwenden können. Wann macht das Ganze Sinn? Wenn man zum Beispiel will, dass die Videos nur für die eigenen Schüler sichtbar sind, dann lädt man das Ganze in den Mebis-Kurs hoch und kann das über ein Textfeld eben einfügen. Das war's, ein tolles Applet, was sich da Mebis und das Team drumherum hat einfallen lassen.